nicht den geringsten Kontakt mehr zu ihr und das weißt du ganz genau. Woher soll ich das wissen? Kramer Neusiedl ist nicht aus der Welt, zumindest nicht aus deiner. Nein, Johanna, so nicht. Das kannst du uns hier nicht als aktuelles Problem verkaufen. Das lasse ich nicht zu. Das ist Schnee von gestern. Gut, das war ein Fehler von mir damals. Jeder macht einmal einen Fehler, nicht wahr, Frau Magister? Das habe ich längst zugegeben. Ich habe mich da zwar hinreißen lassen, das war ein einmaliger Ausrutscher. Einmalig? Zweimal in der Woche bist du ausgerutscht. Oder hineingeflutscht. Oder wie man das so nennen will. Und das über Jahre. Es waren 5 Monate. Für mich waren es Jahre. Was willst du eigentlich? Ich habe mich 1000-mal entschuldigt. Ich bin vor dir auf den Knien gekrochen. Du hast es mich bitter büßen lassen. Du hast mich mit Todesverachtung gestraft. Ich habe meine Lektion gelernt. Mir kommen gleich die Trainer. Gut, wir sollten dann wieder. Und überhaupt, da fällt mir ein, was ist eigentlich mit Guido? War Guido niemand? Erzähl der Frau Magister einmal von Guido. Das wird sie interessieren. Guido? Ha! Du kannst doch Guido nicht mit Monique vergleichen. Guido war vor deiner Zeit. Ich meine, während deiner Zeit. Ich meine, während wir schon tief, ganz tief in der Krise gesteckt sind. Aber du hast wieder mal nichts mitbekommen. Hör auf, mir andauernd zu unterstellen, dass ich was nicht mitbekommen habe. Glaubst du, ich bin ein Vollidiot? Ich habe alles mitbekommen. Wer dich mitbekommt, bekommt alles mit. Und ich habe auch Guido mitbekommen, den habe ich sogar außerordentlich gut mitbekommen. Also wenn du mit Monique daherkommst. Ich habe auch während des Lockdowns dieses Stück gelesen. Und ich glaube, so manche Paare, die jetzt 24 Stunden zusammengepickt sind, die brauchen, glaube ich, jetzt eine Paarberatung, wie es heute eben gezeigt wurde, von uns gezeigt wurde vielleicht. Sind da die einige Momente, die man eben zu Hause miterlebt hat, vielleicht hat man die auch hier entdeckt bei uns. Bin ich fast überzeugt, dass es so ähnliche Szenen gegeben hat. Ich glaube, dass es teilweise ja gar keine Krise braucht, also keine Corona-Krise, sondern es ist immer aktuell. Jetzt, wie ist es euch gegangen? Ihr habt ja doch nicht wirklich wunderbare Zeiten jetzt durchlebt, um es einmal etwas sanft auszudrücken. Wie ist das Gefühl, wenn man wieder auf der Bühne stehen kann? Mehr oder minder darf. Es ist ein wunderschönes Gefühl. Also wir haben zwar schon ziemliche Schmetterlinge im Bauch gehabt heute. Es war für uns auch teilweise ein bisschen so ein Schreckmoment, auch Saison, weil es war in unserem Umfeld ein Corona-Verdacht. Und wir dachten, also wenn es uns da irgendwie eintrifft, dann können wir zur Spende. Also dann brauchen wir gar nicht, dann brauchen wir gar nicht spielen. Es geht weiter, also es ist eben schon, also wir haben sowieso immer schwierige Zeiten. Man muss auch wenn es keine Krise gibt, müssen wir um jeden Zuschauer kämpfen, dass sie kommen. Und jetzt mit der begrenzten Zuschauerzahl, dann die Leute haben falsche Informationen dann teilweise. Die sagen, naja, man darf ja nicht 10 Leute. Ich habe gerade das Interview. Entschuldigung. Kein Problem. es dürfen nur 10 Leute ins Publikum. Und das ist natürlich eine Fehlinformation und das ist für uns natürlich auch ein bisschen ein Dilemma, weil ein Zuschauer weniger ist schon wieder ein bisschen weniger Gage und das heißt auch, wir können nicht so viel dem Verlag zahlen. Auch das Theater braucht das Geld. Es wird eigentlich da nicht nachgedacht, dass auch ein Theater Kosten hat. Nicht nur die Mitarbeiter, sie müssen auch die Miete weiterzahlen. Da war es teilweise auch so, du kannst nicht auf einmal ein Theater zusperren und abdrehen. Es muss teilweise auch noch die Heizung weiterlaufen, weil sonst fängst du zum Schimmeln an und so weiter. Also diese grundlegenden Dinge, die verstehen manche Leute nicht, die gerade auch irgendwie, wie soll ich sagen, an dem, ich will nicht sagen Futterdruck, aber an der Geldstelle sitzen. Und es wäre so schön, wenn sie da uns ein bisschen auch unterstützen könnten und da ein bisschen feinfühliger werden. Und ich glaube auch, so schwammige Formulierungen tragen nicht unbedingt zur Förderung der Kunst bei. Ne? Nein, überhaupt nicht. Also eben, wie gesagt, sind wir jetzt orange, sind wir gelb, müssen wir Masken tragen, also im Zuschauerraum müssen wir keine tragen. Jetzt ist es eh so schwierig, dass die Leute eh schon irgendwie, ich will nicht sagen Angst haben, aber Bedenken haben, ins Theater zu gehen. Und wenn man dann auch noch im Zuschauerraum mit einer Maske sitzen muss, sagen einige, nein, das ist mir einfach unangenehm. Sie kriegen keine Luft und so weiter. Aber es ist hier im Theatercenter Forum, da möchte ich auch den Herrn Stefan Raas sehr herzlich danken. Es wird so aufgepasst und sie machen das wirklich so professionell. Ja, und deswegen können wir spielen und da sind wir schon sehr froh. Ein bisschen mehr Frieden, ein paar Schritte in die richtige Richtung, das ist Ihr Anliegen. Deshalb sind Sie hier. Frau Dorek, wie ist es zum Beispiel, wenn Ihr Mann Ihnen ein Kompliment macht? Wie sagt er es? Was sagt er da? Wollen Sie es probieren? Wie lange darf dieses Naturereignis zurückliegen?
Ich sage halt immer eins, wenn alle sich so an die Corona-Bestimmungen halten, wie die Theater, Opern und andere, dann könnten sie so mancher Supermarkt ein Beispiel daran nehmen, weil da passiert das nicht. Es sind nicht nur die Supermärkte, aber, muss ich sagen, das sind schon so brav, aber es sind auch, ich will jetzt nicht auf die Clubs eingehen, aber wenn man da am Donaukanal schaut, also sie knädeln sie zusammen. Das habe ich doch auch eine Wahlveranstaltung gesehen, wo ich mir auch gedacht habe, Entschuldigung, es ist ein bisschen eine Krise und sie sitzen zusammen, sie singen und das können wir jetzt eben nicht. Und das ist eben das Problem, sie denken auch nicht daran, wenn wir wieder nicht spielen können. Ist es jetzt nicht für uns jetzt so, dass wir sagen, ja, natürlich brennen wir für diesen Beruf und eben, das ist nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung, sondern wir verdienen nichts. Und das hat man auch gesehen, also bei den Unterstützungen, ich bin sicher sehr überzeugt, dass wir im Sommer auch hätten spielen können. Wenn wir ein bisschen finanzielle Unterstützung bekommen hätten, dann hätten wir spielen können und dann wären auch nicht so viele Leute sozusagen arbeitslos gewesen. Und das sind auch die Maskenbildner, das sind die Regisseure, Regieassistenten vom Ton, vom Licht. Also da hängen ja viele, viele Leute dran. Das sind nicht nur immer die Leute, die man sieht, die auf der Bühne sind, sondern auch sehr, sehr viele Menschen, die hinter der Bühne stehen. Und es wäre auch das Gefühl ein bisschen von der Normalität, da wirklich nicht der neuen Normalität, weil ich hasse dieses Wort, von Normalität und vor allem, was ich immer sage, Kunst, Kultur ist systemrelevant, es ist absolut notwendig. Absolut, ich meine, obwohl ich mir da schon ein bisschen tricky, weil ich mir gedacht habe, also innerhalb der Kunstszene gibt es da schon ein bisschen so eine Hickhack. Also ins Museum gehen, ja, das darf man schon, aber die Theater sind nicht lebensnotwendig. Denke ich mir, ja, ich meine, Entschuldigung, einen alten Schinken anschauen, das kann ich mir nachher auch. Ich glaube auch, und das haben wir heute auch gesehen, dass die Leute das auch brauchen. Sie brauchen die Kultur. Und das war jetzt einmal eine Notlösung, dieses Streamen, dass man da irgendwie auf Facebook oder Instagram oder was hochlädt und irgendwas macht. Aber das kann nicht auf Dauer so passieren. Also, dass ich mir ein Theaterstück jetzt zu Hause anschaue. Das kann ich schon machen, alte Aufzeichnungen, ganz klar. Aber wir brauchen den Kontakt zum Publikum und ich glaube auch, das Publikum braucht den Kontakt zu uns und vor allem, wie es auch so schön heißt, Alltag raus oder beziehungsweise Sorgen sollen draußen bleiben und wir möchten auch in dieser Zeit, wo wir spielen, den Leuten auch ein bisschen, ob das jetzt Ängste sind, ob das Sorgen sind, einfach die Möglichkeit geben, dass sie nicht daran denken und befreit rausgehen können und auch wieder stark sind für die Gegebenheiten, die dann eben außerhalb des Theaters stattfinden. Absolut. Und Lachen ist gesund, Kultur ist gesund und das ist ein Seelenbalsam, würde ich mal sagen. Ja, absolut. Also Sie haben das irrsinnig schön gesagt. Wir brauchen es alle und es ist natürlich klar, also Leute, die nie in ein Theater gehen und von Kunst, das ist irgendwie, keine Ahnung haben oder sich nicht interessieren, das ist ganz klar, für denen geht das auch nicht ab. Mhm. Ich weiß nicht, ob da noch Fußballspiel mehr Kunst ist, aber da will ich mich jetzt nicht einlassen. Es ist egal, jeder hat seine Vorlieben und das soll auch so sein. Aber eben für uns, für die Kunstschaffenden und auch für die Kunstliebhaber hoffe ich, dass es bald einmal mehr Normalität gibt. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch recht herzlich. Verlorene Zeit, es ist wirklich verlorene Zeit, mit dir hier zu sitzen. Aber und nicht mit verlorener Zeit. Die Zeit, die wir hier trotz deines Widerstands verbringen, ist in keiner Relation mit der Zeit, die ich wegen dir verloren habe die ganzen Jahre. Und ich denke... Pause! Ich glaube, wir benötigen jetzt alle dringend eine Pause. Wir machen jetzt 20 Minuten Pause und ich empfehle Ihnen, die Pause getrennt voneinander zu verbringen. Eine alte, neue Bekannte. Genau, wir kennen uns ja. Ja, herrliches Gefühl, wieder auf der Bühne zu stehen. Ein super Gefühl. Also wir haben ja immer ins Leere geprobt und wir haben jetzt echt schon das Publikum gebraucht. Also das war wirklich schon notwendig und bei diesem Stück auch die Reaktionen. Und wir waren uns sicher, dass die Frauen mehr bei der Frau sind und der Mann mehr bei dem Mann. Und für mich war es wirklich eine Challenge, die Therapeutin, weil ich, also überhaupt nicht, ich bin ja eher der unternehmerische Typ, wie er sagt. Also und ja, es war eine Herausforderung, aber es war eine schöne Herausforderung. Also wirklich, und sie spielt ja auch dann
Also so auch diese Emotionen dann nachher, also zuerst ist sie sehr therapeutisch, sehr ruhig, sehr animierend und dann macht sie eben diese Wunderübung. Ich glaube, so einen Therapeuten oder eine Therapeutin würden so manche heute brauchen, die in anderen Positionen sitzen. Absolut, also ich finde überhaupt, Paartherapie war früher, glaube ich, eher, na, da geht man nicht hin, aber jetzt ist es eigentlich schon en vogue geworden, finde ich. Und ich finde es auch wichtig, wenn ein Paar wie in diesem Stück so festgefahren sind und so eine Streitkultur haben, dass da wirklich Ruhe einkehrt. Und ich versuche das dann mit den therapeutischen Mitteln, mit allen. Mit Rollentausch, mit einer meditativen Übung, mit dem Herz, mit allem. Aber es hat gefruchtet, wie man gesehen hat. Ne? Ja, ich denke, sie finden sich wieder. Und zum Schluss hat mir auch gefallen, das mit dem Köter. Ja, zum Schluss kommt raus, dass sie eigentlich ja gar nicht die super tolle Beziehung hat, die sie ja vorgibt zu haben, sondern dass das genauso läuft wie eigentlich bei denen. Wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre, nicht? Weil das Perfekte gibt es ja nicht, glaube ich. Ich glaube, Therapeuten haben oft Schwierigkeiten in ihrer eigenen Beziehung, aber umso mehr wissen es wahrscheinlich auch, worum es geht. Absolut. Ja, das glaube ich schon, also das bin ich mir sicher. Ein Stück, was dem Publikum gefallen hat, ein Stück, was, glaube ich, auch wichtig ist, dass man wieder was zu lachen hat, auch, dass man sich traut, in ein Theater zu gehen, man braucht keine Angst haben, die Theater beißen nicht. Und wenn man sich so umschaut, es wird wirklich alles eingehalten. Das heißt, es sollten wirklich die Leute es wagen, man wagen, hört sich so blöd an, sie sollten einfach ins Theater gehen, es beißt niemand. Nein, wir versuchen wirklich die Anordnungen einzuhalten, auch in den Plätzen, dann desinfizieren, Hände waschen und dann in den Pausen eben, wir haben drei Möglichkeiten, hier ist es wirklich super, man kann sich wirklich nicht über den Weg laufen, es gibt kein Gedränge, gar nichts, also es ist wirklich, also und da hat man auch die Maske da und man macht sie erst am Platz weg und ich denke, man ist sicher. Absolut. War ein tolles Stück, die Leute haben es begeistert aufgenommen und es ist gut, wenn die Theatervorhänge wieder aufgehen. Es ist total wichtig, also es ist wirklich wichtig und ich finde auch wichtig, dass das Leben irgendwie weitergeht mit Vorsicht, mit den ganzen Maßnahmen, aber das Leben muss weitergehen. Dann sage ich schon danke. Danke auch. In so einer Situation sind Sie wahnsinnig. Hätte ich zum Beispiel die Sache mit Guido. Nein, er ist nicht Guido. Doch, Guido. Hätte ich damals die Sache mit Guido wertgeschätzt, wäre er heute noch bei uns daheim. Und ich würde mir mit ihm die Hälfte eines Doppelbetts, eine Doppelbetthälfte würde ich mir mit ihm teilen. Nein, ich habe Guido nicht wertgeschätzt. Ich habe ihn hinausgeworfen und ich sage Ihnen eines, ich bin stolz darauf. Ja, und Sie sehen ja, wo Ihr Verständnis hinführt, wenn ich beide dasselbe verstehe. Ja, Ihr Mann ist hochgradig genervt von Ihrem Verständnis, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Und jetzt wollen Sie schon wieder verstehen. Ja, fällt Ihnen nichts Besseres ein? Meine Frau hat einen viel natürlicheren Zugang zum Verständnis. Wenn sie sich unverstanden fühlt, erhöht sie einfach die Lautstärke. Richtig. Ja, und wunderbares Gefühl, wieder auf der Bühne zu stehen. Ja, nach langer Zeit ist das sehr schön wieder mal, ja. Ein interessantes Stück, kann man da so richtig reinkippen? Ja, so nach 18 Jahren Ehe hat man das eine oder andere schon mal erlebt. Ja. Ist das jetzt vielleicht durch Corona sogar noch stärker geworden, dass die Leute Paartherapien brauchen? Ja, man hört so eines, das eine oder andere, dass es da manchmal schon sehr hochgekocht ist in dieser eingesperrten Phase. Ja. Könnte sein, dass es jetzt noch wichtiger ist als vorher. Das Publikum hat es wirklich sichtlich genossen. Man hat doch trotzdem aber noch das Gefühl, dass viele Leute ein bisschen Angst haben, ins Theater zu gehen. Ich glaube, man sollte einfach diese Angst ablegen, weil es tut einfach gut. Man kann wirklich diese eineinhalb, zwei Stunden, je nachdem wie lange ein Stück dauert, einfach abtauchen aus dieser Realität. Realität, ja. Ja, es ist nicht ganz einfach, die Situation, weil es herrscht irrsinnig viel Verwirrung und Informationschaos. Die Leute wissen teilweise nicht, dass man ins Theater gehen kann, dass es eigentlich eh ganz normal ist. Man trägt die Maske bis zum Platz, dann kann man sie abnehmen. Es wird auf alles geachtet, auf die Abstände, im Vorhinein, im Nachhinein, auf Desinfektion. Also sie können sich durchaus sicher fühlen und ich glaube, sie werden es nicht bereuen,
wieder einmal was zu erleben, was jetzt nicht die eigenen vier Wände sind. Kunst ist doch systemrelevant. Ja, kann man sicher so sagen. Also ich glaube, umso länger man das entbehren muss, umso mehr kommt man auch darauf. Ja. Es war auf jeden Fall ein schönes Erlebnis. Erstens mal wieder, dass ein Theatervorhang aufgeht. Heute sogar zwei im selben Haus. Das ist schon wirklich herrlich. Und wir hoffen, dass es so weitergeht. Und dass ihr als Künstler wiederum ja, euren Verdienst bekommt, der euch eigentlich zusteht. Das hoffen wir alle, dass wir irgendwann wieder in eine Normalität kommen, wo man auch ein bisschen in die Zukunft schauen kann oder rechnen kann oder etwas berechnen. Momentan ist wirklich sehr viel von heute auf morgen. Ja. Aber die Kunst trägt wenigstens dazu bei, dass man ein bisschen Hoffnung schöpfen kann. Ja, das hoffe ich, dass die Leute ein bisschen was mitgenommen haben und dass sie es nicht bereut haben. Absolut. Was ganz noch wichtig ist, die Leute sollen ja herkommen, sollen sie ja wissen, wie lange das Stück noch läuft. Ne? Ja, wir spielen jetzt noch 3 Wochen, von Dienstag bis Samstag bis 10. Oktober einschließlich. Also Samstag, der 10. Oktober, ist die letzte Vorstellung. Und Karten sind natürlich noch erhältlich. Genug. Dann ausverkaufte Vorstellungen. So soll es sein. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank und wünsche, wie sagt man so schön, toi, toi, toi. Wird schon schief gehen. Ein wunderbarer Abend. 2 Vorhänge sind heute aufgegangen. Wie fühlt man sich da als Direktor? Es ist wunderbar, weil jetzt sukzessive erwacht dieses Theater wieder zum Leben. Und das war ja heute die Wiedereröffnung vom Forum 2 mit einer ganz tollen Produktion, nämlich die Wunderübung. Und es war ja auch ein sehr bekanntes Gesicht dabei. Und das ist interessant, das ist sozusagen Segen und Fluch der Werbung, ja, weil der Hubert Wolf hat die Hauptrolle gespielt und er sagt, Hubert Wolf, wer ist das, ja, der Papa Putz von der Familie Lutz, ja, und das ist ein Gesicht, das jeder kennt, aber jetzt abgesehen von der Werbung, er ist ein großartiger Schauspieler und ein gutes Team, die Doris Kofler hat die Regie gemacht, spielt auch mit, die Natascha Schalabi, also Publikum hat sich sehr gut unterhalten, das ist ein sehr intelligentes Stück und ja, für jeden zu empfehlen, weil es ist wirklich eine Paartherapie der besonderen Art und der heiteren Art. Und ich habe mich so gefreut, wie heute wieder das Publikum im Forum 2 war, weil das war doch jetzt ein halbes Jahr zu. Und die Leute nehmen es wirklich an und ich hoffe, dass wirklich die Leute sagen, kommt, geht's ins Theater. Bei uns werden sämtliche Sicherheitsstandard eingehalten, Sie haben es ja heute gesehen, es gibt überall genügend Abstand, es gibt keine Drängerei bei uns, es geht ganz, es ist vielleicht der Vorteil von der ganzen Corona-Geschichte, dass man das ja auch so steuern kann, damit eben die Leute wirklich nicht aneinander bicken. Wobei da schon ein bisschen scheinbar die Informationen nicht so ganz laufen, manche Leute glauben, diese 10 Personen betrifft auch die Theater, betrifft es nicht. Ja, das ist ja überhaupt der unsinnigste Sager, den es gibt. Denn wenn ich verlautbare, dass Veranstaltungen über 10 Personen verboten sind und dann im Nachsatz sage ich private Veranstaltungen, ja, die Leute hören Veranstaltungen ab 10 Personen sind verboten. Viele haben uns angerufen und haben gesagt, ich werde sie sicher nicht spielen unter diesen Umständen. Das stimmt ja nicht. Also für die Theater hat sich ja von den Bestimmungen nichts geändert. Eben dieser Mindestabstand, dieser 1 Meter Abstand, diese geregelten Ein- und Ausgänge. Und wie gesagt, das haben wir alles und wir spielen auch weiter. Und ich hoffe, dass die Leute das jetzt verstehen. Das gilt nur für private Festeln. Und wenn man sich heute anschaut, beide Stücke, das eine mit einem sehr starken Tiefgang, aber auch hat die Leute gefesselt, man hat gesehen, die Menschen gieren fast nach Kultur. Das ist irgendwie das Schöne, dass die Leute ausgehungert sind und sich schon freuen, dass wir jetzt endlich wieder spielen. Und wieder, das ist ja das Schöne bei uns im Haus, dieses Kontrastprogramm, das Orangenmädchen, das ist ein eher lyrisches Musical im Forum 1. Die Wunderübung, kann man sagen, fast der Knaller im Forum 2. Und die Leute sind dabei und die Leute brauchen das auch. Weil sie können das im wenn sie das jetzt streamen oder sie als DVD anschauen, das ist nicht Theater. Also ein Theater ohne Publikum ist wie ein Würstel ohne Senf.
Das ist einfach diese Synergie, ne? der Austausch zwischen Zuschauern und Akteuren. Das ist ganz wichtig, weil der Zuschauer lebt ja von dieser Energie, die vom Publikum kommt. Und je mehr da von unten raufkommt, desto mehr geben wir die wieder runter. Das ist ja wie kommunizieren die Gefäße. Und ich hoffe, dass also wirklich die Leute sagen, wir gehen ins Theater, wir brauchen das. Weil das ist ja unser seelische Vitamine, die wir da haben. Also. Und wir hoffen das auch. Und Theater Center Forum hat offen. Zwei Bühnen sind jetzt bespielt. Und mit zwei wunderbaren Stücken. Und es zahlt sich aus, sowohl das eine wie auch das andere anzusehen, je nach Geschmack. Und Karten gibt es natürlich noch. Karten gibt es und wir setzen das jetzt so, dass wirklich jeder sicher sein kann. Und also man braucht sie nicht fürchten. Wir passen auf unser Publikum, weil wir lieben unser Publikum. Ja, wenn man sich so anschaut, wirklich großartige mediale Unterstützung gibt es für die kleineren Bühnen kaum oder fast gar nicht eigentlich. Ja, das ist auch eine Sache, die mich insofern schon etwas traurig macht. Denn wenn man sich anschaut, diese vielen Künstler, die jetzt bei mir im Haus spielen, auch auf den anderen kleineren Theatern, die brennen so für die Kunst. Die geben wirklich alles. Die sind so dankbar, dass wir da auf der Bühne stehen können. Und die denken jetzt auch gar nicht so sehr an ihre Gage, sondern für die ist es einfach wichtig, wieder da zu sein. Und weil sie waren ja so lange, haben die fast ein Spielverbot gehabt. Und gerade diese Leute können von den Medien in irgendeiner Form unterstützt. Das passiert aber nicht, sondern von den großen Theatern hört man halt, wie problematisch, klar, wenn eine Josefstadt oder eine Volksoper nur mit 50% Auslastung spielen kann, das kostet viel Geld. Der Staat bezahlt auch dieses Geld, weil von irgendwo muss ja herkommen. Aber bei den kleinen Häusern, denen könnte man so helfen, wenn eben wirklich jetzt Medien darüber schreiben und sagen, geht's ins Theater, ihr seid sicher, es kann euch nichts passieren. Schaut euch an, was für eine Qualität wir hier haben. Und man darf nicht vergessen, dass ja auf den großen Bühnen, die haben ja auch irgendwo angefangen. Und diese kleinen Häuser sind ja so eine Art Talentschmiede. Aber das wird überhaupt nicht in irgendeiner Form gewürdigt, weil theoretisch, wie gesagt, ich mache den Job schon lang genug. Ich will nicht zu denen gehören, immer sagen, na früher, aber vor 40 Jahren war das so, dass die ganzen Kritiker sind in alle Theater gegangen, in die großen und in die kleinen und haben den Kleinen eine Chance gegeben, dass Sachen eben dann eine Dynamik kriegen und in ein großes Haus kommen. Heute ist es ja so, dass die großen Häuser experimentieren um wahnsinnig viel Geld, haben irrsinnig viel Presse und die Kleinen müssen dann manchmal auf Boulevard ausweichen, dass sie überhaupt ein Publikum haben. Das ist alles so verkehrt. Da gehört wirklich eine Chancengleichheit, sei es auch von den Förderungen, sei es von den Medien. Das gehört dazu. Und nicht nur, dass derjenige jetzt sozusagen von dem berichtet, der es sich leisten kann. Aber das ist ein frommer Wunsch. Liebe Medien, nehmt sich ein Beispiel und tut's was. Auch die kleinen Häuser, gerade die kleinen Häuser brauchen Hilfe. Absolut. Und ich hoffe, dass das vielleicht auch ein bisschen ein Umdenken kommt. Denn was hier in den kleinen Theatern passiert, ich versuche auch jetzt immer, wenn ein Haus wieder eröffnet, gehe ich hin und ich bin immer so angetan und gerührt und sage, danke, dass ihr spielt. Absolut. Und wir sagen danke, dass ihr geöffnet habt. Oh, danke auch.